Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich begrüße euch alle herzlich zum Panzerkorps YouTuber Beef. Oh Gott, es tut mir so leid gerade. Ich habe die Runde gestartet, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken und die ganze Zeit schon am Reden. Okay, ist kurz zusammengefasst. Was jetzt gerade passiert ist, was ihr wahrscheinlich nicht mit, also was nicht, ihr nicht wahrscheinlich nicht mitbekommt, sondern was ihr nicht mitbekommen haben werdet. So, folgendes. Hier habe ich mein Fahrzeug verloren. Hier aus den Bergen ist dieser Flammenpanzer heruntergefahren. Es regnet. Hier hat er den Tiger rausgebracht. Ich überlege gerade ganz ehrlich, ob ich den Tiger verfolgen soll oder lieber hier gegen ihn hier gehen soll. Aber ich glaube, ich gehe gegen ihn hier, weil den Tiger werde ich diese Runde nicht kaputt bekommen, weil es regnet und ich deswegen halt keine Unterstützung habe. Hier haben wir kurzfristig diese Stadt verloren, weil er hat hier mit der Infanterie komplett angegriffen und dann auch mit dem Panzer und Arti und so alles und hat hier meine Pioniere rausgedrückt. Die haben aber jetzt Überlebenskämpfer bekommen. Verteidigung Boden. Okay, heldenhafte Verteidigung, schön. Dass die halt mit einem Stärkepunkt halt immer noch haben werden, egal was passiert. So. Ich bin dann hingegangen, habe den dann hier mit der Luftlandedivision, die ich wieder zurückgeholt habe, wieder rausgeprügelt. Zusätzlich habe ich mit der Artillerie erstmal noch Feuerschutz drauf gegeben. Bin hier rausgegangen mit der schweren Infanterie, habe ihn hier bekämpft und habe hier gerade eben ein bisschen aufgefrischt. Ich überlege gerade. Moment, jetzt muss ich gerade zum Gucken. Diese Einheit aufzulösen. Nee, diese macht mehr Sinn. Diese aufzulösen. Die beiden kriegen auf jeden Fall Prestige. Ihn hier abzugraden würde vielleicht sogar auch Sinn machen. Die ist günstiger. Das Problem ist dabei, die machen keinen Schaden. Ah, okay, das erklärt einiges. Die sind in der Verteidigung super. Aber im Angriff gegen harte Ziele machen die keinen Damage. Wir müssen jetzt mal gucken, wer Damage da macht. Gegen Panzer. Keiner. Ich habe keinen Panzerjäger. Was ist denn das für eine Scheiße? Gegen Infanterie funktionieren die nicht gegen. Ich überlege ganz ehrlich, den hier auch aufzulösen. Ich denke drüber nach. Ah, ihn kann ich nicht verlegen. Ihn aufzulösen, dass wir dann halt ein bisschen mehr auf dem Field bekommen. Das macht einfach mehr Sinn. Okay, machen wir auch. So, jetzt habe ich tierisch viele Punkte übrig, die ich neue Truppen halt investieren kann, weil ich habe hier verloren. Dass wir hier was ranbringen. Wir brauchen einen Panzerjäger. Genau, wir werden jetzt einfach ein bisschen umdisponieren. So, also eigentlich haben wir einen Jackson, mit dem Jackson kommen wir wunderbar klar. Jetzt Frage, haben wir jemanden, der vergleichbar ist? Moment, ich will mal ganz kurz wissen, du bist ein Flammenpanzer. Ab wobei, vielleicht müssten wir mal ganz kurz darauf achten mit dieser Nahkampfverteidigung. Vier. Ich überlege mir ganz ernsthaft, das einfach so zu machen. Zwei von denen noch zu holen oder einen Wolverine? Oder wollen wir den? Den Jackson. Weil wir haben hier ihn, ihn und noch irgendwo einen von den Teilen. Du kannst eh nichts tun. Komm, mach mal hier diesen Damage, das ist okay. Einen Stern erhalten. Aber nur einen Stern, ne? Hm. Ah, 10% Genauigkeit. Das ist doch schön. So. Okay, Stufe 1. Der ist noch Stufe 0, nenne ich es jetzt mal, ja.
Jackson. Es macht eigentlich Sinn, Jackson zu holen. Was bringt mir Überstärke? Eigentlich nur, dass der mehr Punkte kostet, ne? So, dann werden wir noch hier einen Jackson platzieren, der gegen ihn kämpft. Und dazu vielleicht noch eine kleine Pack. Ja, genau, eine kleine Pack, das passt so. Dann haben wir hier noch eine Pack, die ich gegen ihn kämpfen kann, ne? Ups. So. Er hier könnte einfach sich zurückziehen, nach hier. Weil ich mache hier keinen Damage. Mach den Ding hier mal weg, bitte. Ich mache da einfach keinen Damage. Das macht halt keinen Sinn. Dann gehst du mal lieber hier hin. Rotzt hier rein. Und du greifst einfach mal an. Jo, das gefällt mir. So, jetzt dazu. Hier ist offenes Gelände. Flammenpanzer, du bist... Angriff gegen harte Ziele, echt scheiße. Ne? Du deckst nach hier ab, dann kannst du eigentlich nach hier abdecken. Kesselst ihn ein und gibst ihm drauf. Können wir so machen. Passt. Dazu werden wir jetzt mal vorne an der Front noch schwere Infanterie... Oder was brauchen wir hier? Hier haben wir eine Luftlandedivision. Schwere Infanterie bis... Was ist das? Offenes Gelände, ne? Hügel. Ja, theoretisch könnte man Panzer mal, aber nur für eins Feld, weiß ich nicht. Die sind eigentlich komplett besser, nur die haben ein bisschen mehr Munition und können einen Ticken weitergehen. Nee, da werden wir auch halt... Ihr braucht den Truck nicht mal. Sondern ihr werdet einfach in die Richtung marschieren. Hier brauchen wir was. Ich würde auch sagen, schwere Infanterie. Hier platzieren. Und jetzt sieht die ganze Sache, die wir hier jetzt momentan haben, komplett anders aus. Wir haben ein bisschen zu sehr auf diese Arti gesetzt, die überhaupt keinen Sinn erfüllt. Weil angeblich stark. Oh. Ich hätte die Arti gebraucht. Wie weit kann die schießen? Vier Felder? Nee. Doch, vier Felder. Wäre aber kostet sechs Platz. Nee. Die Einheitenfelder, die sind viel zu viel. Das ist viel zu viel. Das bringt mir überhaupt nichts dann. Ja? So, okay. Dann dazu bräuchte ich vielleicht, was haben wir hier? Wir haben eine Infanterie, wir brauchen noch einen Pionier hier. Der braucht aber einen Truck, den ich mir nicht leisten kann. Ja. Du ziehst bitte nach oben. Bleib da einfach stehen. Du machst gar nichts. Genau. Du kannst eh nichts tun. Ich kann dich ja noch nicht mal auflösen. Dir geht es jetzt langsam besser. Ja gut, dann werden wir halt diese 6 Punkte nicht diese Runde vergeben. Dann ist das so. Und da müssen wir mal gucken. Das hat er jetzt besetzt. Das hat er besetzt. Wir müssten irgendwie mal eine neue Stadt bekommen. Ich hätte das hier nicht verzichten drauf sollen. Ärgert mich ein bisschen. Ich versuche da jetzt gleich eine schwere Infanterie reinzubringen und diese Luftlandedivision werden wir dann verwenden, um dann doch mal hier hinten bei ihm irgendwie auf den Sack zu gehen. Vielleicht wohl. Macht das Sinn, dass wir hier dem vielleicht auf den Sack gehen? Die Luftlandedivision. Hm.
Die geht da rein. Dann kann ich ihn hier verwenden, theoretisch. In der Theorie. In der Praxis sieht das, glaube ich, komplett anders aus. Hier müsste man sogar auch Support noch hinbringen, würde ich eigentlich sagen. Ich überlege gerade, die hier zu holen. Weil die kriege ich ran. Und so viel schwächer. Ja, komm, lass mal noch. Sparen das Geld. Wir müssen einfach verteidigen aktuell. Wir müssen mal gucken, wie wir diese Stadt bekommen. Aber das glaube ich nicht. Mit der Stärke, die wir hier haben, funktioniert das nicht. Da müssen wir verdrängen, da müssen wir zurückdrängen. Theoretisch ist das hier möglich oder das hier. Oder halt so eine Sneaky-Aktion nochmal. Andererseits können wir auch eigentlich vollständig auf Verteidigung setzen. Wir müssen nicht angreifen. Weil durch dieses Feld hier haben wir immer 4 Punkte. Wir haben den, den, den und den. Hier 4, also beziehungsweise ne, die 4 Punkte theoretisch. Der hier ist ja nur so ein kleines Sahnehäubchen, den ich jetzt zusätzlich bekommen habe. So, der Jackson haut den nachher weg. Das passt schon. Leider konnten wir jetzt unsere Luftwaffe nicht einsetzen, haben die auch gut verkleinert, aber das musste sein. Und es tut mir leid, dass ich nicht von Anfang an die Aufnahme begonnen habe. Das war irgendwie ein bisschen Brain AFK, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen zumindest, dass das, was ihr noch gesehen habt. Und ihr freut euch auf die nächste Folge und wir sehen uns. Ciao.